Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute David vs. Goliath im LS19. Soweit ich jetzt informiert bin, die letzten Folgen jetzt vom David vs. Goliath Projekt und dann... Sag mal, was Neues, Mann. Was Neues, ach so. So, aber wir düsen mal los. Erstmal ganz wichtige Info, also erstmal alle herzlich willkommen. Wir haben heute im Team Goliath den Manu, Excel, Christoph, Dominik und im Team David Manu, Bachi, Julian, Daniel, Füsi, Laura, Rainer, Erik und Kai. Genau. So, jetzt der liebe Excel, der sagt uns, was zu tun ist und wo was zu tun ist und sagt uns mal schnell, auf welches Feld wir müssen, dass wir schon mal losdüsen können. Naja, bleibt das mal stehen. Seit wann starten wir denn vor der Erklärung, Herr Manus? Ja, wir haben noch eine Folge, deswegen hau rein. Und zwar Team Goliath ist heute ausgestattet mit drei Fendt Ideal 9T, die jeweils 306 PS haben, das sehr schöne Mähdrescher, mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 36 Metern. Boah, geil, ey, ich gucke mir gleich das Hörnchen, Junge. Als Abfahrer stehen zwei JCB Fasttrag mit je 800 PS zur Verfügung und jeweils mit einem Fliegel Gigant ASW 288, dieser fast 54.000 Liter. 800 PS, Junge. Feuerballmäßig ist da was im Motorraum los, ey. Bei Team David. Leute, alle, die jetzt in Deutschland sind, macht die Rundumleuchte an. Das ist nämlich jetzt Party-Action hier. Und zwar Team David ist ausgestattet mit 6 Deutz VC 9300 mit einer PS-Kategorie von 306. Wir haben insgesamt eine Arbeitsbreite von 36 Metern. Oh yeah. Ganz kurz eine Frage. Erik und Daniel sind neu im Team. Richtig. Erik und Daniel, dass ihr da direkt euch vom Füsi verleiten lasst und bei so einer Aktion mitmacht, mit diesen Rundumlichtern und alles, finde ich jetzt sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich passe mich aber nur die Gegebenheiten an. Das Erik, mach die Lampe an. Folge nicht dem Teufel. Du musst ins Licht gehen. So. Auf jeden Fall hat das Team damit auch jeweils drei JCB Fasttrag zum Abfahren mit 800 PS, ebenfalls mit einem Fliegelgigant ASW 288. Dieser fasst logischerweise auch 54.000 Liter jeweils. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist bei beiden gleich, 10 km/h, und es wird auf Feld 6 geerntet. Team Goliath startet auf der linken Seite und Team David rechts. Zur Info, draußen stehen zwei Silos, wenn man davor steht, wie bei den Feldern Team Goliath links und Team David rechts. Draußen, wo und sind denn die zwei Silos? Und wir ernten Sonnenblumen. Ach hier. Ja, da stehen sie. Die hast du nicht gefunden, Julian, Respekt. Da stehen sie. Guck, genau rechts, Timo. Genau rechts. So, da sind die zwei Silos. Also Team, nochmal welches Team, welches Silo, das wäre wichtig. Goliath links, David rechts. Wenn man... Oh. Jetzt habe ich mein Leben noch nicht erlebt. Kommt dir klar, wenn ich davor stehe, Goliath? Goliath links, David rechts. Also wenn ich davor stehe, Goliath links. Okay, das ist alles, richtig, was uns interessieren muss. Das war die Manu, Goliath links, wenn wir davor stehen. Also das linke hier. Du musst mich schneller fahren, Excel. Aber Chef, ich mag das nicht so. Nee, das ist jetzt live. Okay, ganz kurz, welches Felder machen wir? Wir machen Feld 5 und 6, ja? Feld 6. Ach, nur Feld 6. Nur Feld 6, okay, alles klar. Wer welche Seite? Goliath links, David rechts. Ja, das immer noch. Das passt. Okay, dann. Das also Schlimme ist. Es Schlimme ist, ich kann mir noch nicht auseinanderhalten, wer David, wer Goliath ist. Lange Rede ohne Sinn, wir gehen trotzdem in zwei verschiedene Channels. Schreibt das bloß rein, wenn ihr fertig seid. Ja, tschüss. Übrigens, Füsi, heute wirst du das letzte Mal so richtig kassieren. Was? Christoph, wir müssen andersrum. Kommen die mal jetzt bitte in die Channel hier oder was? Ich glaube, der Christoph. Ah, oh, nein, wir haben das befällt. Cool. Ihr müsst andersrum fahren, Jungs, sonst können wir nicht abtanken. Ja, ich fahre 100 wieder. Ah, oh, ja, warte. Fahr einfach nach links rüber. Ja, war der Plan jetzt. Okay, perfekt. Gut, warte mal, dann hast du erstmal die kurze Seite, dann brauche ich nicht zu dir. Du fährst runter und Manu, du fährst die lange Bahn gleich hoch, oder? Ja. Sagst du Bescheid, wenn du fertig bist?
Also weil, ja genau, hängt nur von dir ab, Manu. Was? Von mir? Nee, also mit dem Warten meine ich jetzt. Tino? Ja? Wenn wir dann soweit fertig sind, kannst du halt bitte mal 3-2-1 Go reinschreiben. Nochmal bitte was? Ach du, 3-2-1 Go kann ich machen. Sehr schön. Kann ich machen. Du bist ja im Gegnerteam, ne? Nee, du bist bei mir im Team. Ja, das ist schön, dass dir das jetzt auch aufgefallen ist. Okay, perfekt. guck mal, die fahren doch wie die Ameisen da drüben rum. Dominik, ich würde sagen, fährst direkt die lange Bahn oder willst du erst die kurze fahren? Oder direkt auf. Ihr fährt ja runter. Genau. Ja, aber Dominik könnte ja. Querfahren und dann hoch. Dominik könnte ja in der Mitte hochfahren. Ha! Das könnt ihr auch machen. Gar nicht blöd. Hab ich den Weg dann nicht so weit. Ja, und er hat direkt eine lange Bahn. Ja. Wir versuchen. Ohne anhalten, ja? Also Kreisfahrt. Kreisfahrt, ja. Ja, okay. Okay, die sind jetzt alle runter, die sind bis zur Hälfte runtergefahren, jetzt drehen sie wieder rum und fahren hoch. Warte mal kurz. Also da muss ich mal ganz kurz was anmerken, meine lieben Freunde. Ich beobachte hier gerade dieses wilde Treiben auf der Map, ja? Ja. Ihr fahrt alle bis zur Mitte runter, um dann festzustellen, oh, wir sollten also, vielleicht da ein paar Leute oben anfangen, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ich glaube, das geht gar nichts an. Wollte ich auch gerade sagen. Ich spiele das erste Mal heute David Goliath, oder? Das ist so eine Taktik, die musst du nicht verstehen. Also es geht jetzt außerdem, los. Es geht jetzt los, also kiest euch aus. Wir richten uns einfach an die Ameisen, die Laura, kommt hier rüber. Jetzt kiest euch bitte aus, ja? Ja, können Sie mal bitte rausgehen hier? Du sollst doch hier die Meter hochfahren. Ja, aber dann kann ich ihn nirgendwo abtanken. So, wer spielt da oben nicht voll? Ja, okay, dann du kannst. Natürlich kannst du abtanken, damit ist so ein Grünstreifen. Dominik? Die Mitte. Die Mitte, meine ja. Ja, wir teilen uns ja das Feld 6. Alles gut. Ich dachte jetzt die Mitte von unserer Mitte. Nein. Ja. Okay. Tino, weiß Freezy die Länge? Warte, Folge. Warte mal. Freezy, sollte ich von Excel fragen, ob du meine Länge weißt? Von der Folge? Okay. Ich schreibe dann einfach Stopp rein, ja? Ja, okay. Ich schreibe dann einfach Stopp rein. Okay, es wird echt interessant. Ist die eigentlich, dass wir den viel kürzere Fahrweg haben, wenn wir das linke Silo benutzen? Ja, deswegen bin ich ja froh, dass wir hier stehen. So, bereitet euch vor, macht schon mal an. Es geht los. Ja. Ab geht's los. Wie schnell fühlt sich die Kacke? Nee. Bei mir kommt 2%. Also der Drescher fühlt sich. Bei mir liegt nichts in der Anhänger. Ja, bei mir auch nicht. Warum? So Leute, da muss man kurz einen Cut reinmachen und weiter geht's. Wir haben jetzt nur zur Info nochmal die Anhänger getauscht. Die Fendt-Anhänger haben leider nicht funktioniert, weil sie Mod waren. Dafür erstmal sorry. Aber wir haben jetzt Aperion genommen, 3401. Die haben auch 55.000 Liter Ladevolumen oder 54.000 Liter und haben quasi auf ein anderes Feld umgesetzt, und zwar das daneben, das Feld 5. Ähnliche Größe. Und fangen dort nochmal komplett neu an, weil wir ja schon ein paar Meter gefahren sind. Haben natürlich den gesamten Inhalt, den wir jetzt schon hatten, ausgekippt. Und ja, dass das alles halt fair bleibt. Gut, in dem Sinne, so sieht es erstmal aus. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier da drüben die paar Deutschdrescher ordentlich rasieren. Würde ich mal sagen. Versucht, wie gesagt, die Kreisfahrt bitte. Das wäre echt ganz cool. Ja. Aber so viel und so schnell füllen sich die Drescher nicht, oder? Ich bin gerade bei 4%. Autsch! Ist das durchgedüngt? Warte mal, schau mal. Erntereif. Und voller Düngerstatus. Echt so wenig Ertrag bei Sonnenblumen? Das ist auch immer map-abhängig. Ich bin bei 15%. Wir haben ja nur 2 Abfahrer, deswegen müssen wir da ein bisschen koordinieren. Ich fahre zu Christoph gleich noch mit hin, weil der auf meiner Seite ist. Und dann denke ich, passt das ganz easy. Easy peasy. Jetzt fahre ich beim Ersten und am Drescher vorbei, weil das Rohr ausgeklappt hat. Und wenn ich Clip habe, lädt der bei mir die Sonnenblume ein. Nein, mach das nicht. Ja, ich kann nichts dafür. Ich fahre ja hier und tank ab. Also. Hat er schon gemerkt, glaube ich.
Jupp, er hat's eingeklappt. Schade. Also eben gerade. Eben gerade am Start, also die Deutz, die haben im Vergleich zum Fan schon ziemlich süß ausgeschaut. Wie schnell fahrt ihr? 10 km/h. Ah, perfekt. So, du bist leer? Ja. Ja, wird wieder eine ruhige Kugel für die Abfahrer auf jeden Fall. Ja. Alter, sag nicht, die Felgen sind jetzt schon von rot auf braun. Das ist ja zu geil. Sind die echt schon so dreckig, dass sie nicht mehr rot sind? Hat gestern geregnet hier. Lol. Ja, ist ein bisschen matschig halt auf der Wiese. Ja. Ja, toller Mod auf jeden Fall. Das ist der Fast Track Panikers HD. Oh lol. Krasses Teil auf jeden Fall. Gut, 10.000 haben wir schon drin. Warte mal, wir können uns den Mod ja eben mal anschauen. Drück mal die Hupe. Großtraktoren. Fast Track. Okay. Boah, den gibt's sogar mit Nokia-Bereifung. Geil. Ich liebe ja die. Oh, lol. Boah, den gibt's sogar Terra-Track-mäßig. Da hat aber einer richtig gegönnt, oder? Mhm. Blitzer. Ach, der gibt. Ja, okay. Frontlader. Ach du. Er wirft ja auch Fehler. Naja. Naja, passt er. So, okay. Wenn ich bei euch drüber abtanken soll, muss ich das sagen, ne? Bei uns hier ist alles entspannt. Ja. Tino hat alles schon Griff. Also ich tanke hier am Stück ab, Tino, und wenn du Abkippe fährst, dann fahre ich zu deiner Drescher rüber. Genau, weil ich bin ja auf jeden Fall schneller, doppelt so schnell voll wie du. Jupp. Bin jetzt bei 8000 Liter. Ich bin jetzt bei 13, 14, 15, ja, knapp 16. Leer. Jo. Das wird auf jeden Fall interessant. Da drüben wuseln sie auf jeden Fall rum. Dominik, guck mal, du kannst noch bei der nächsten Bahn ein Ticket weiter rechts fahren. Okay. Mal hat er so ein bisschen überlappt. Ja. Also deine letzte Spitze links außen, die kann ruhig der letzte Reihe fahren. Das ist natürlich bei uns im Team keiner von den neuen. Das ist ein bisschen schade, da hätten wir die mal ein bisschen aus. Denk dran, Excel, rum. Jo. Hier geht es jetzt diesmal nicht auf Sauberkeit, sondern nur auf Menge, ne? Nur auf Menge, was wir schaffen. Wir haben noch ungefähr, nur mal als Richtlinie, so ungefähr 6 Minuten Ernte. Oh ja, okay. Nur? Okay. Ja, 6, 7, 8 Minuten, sowas in der Dreh. So, leider, meine lieben Freunde, bedauerlicherweise müssen wir euch auch was anderes noch mitteilen. Und zwar, leider ist es so, dass wir, dass das die letzte Folge David vs. Goliath ist. Also das heißt, das Projekt ist eingestellt danach. Wir haben so gut wie alles, was es gibt, gemacht und euch hier vorgestellt und Wettkämpfe gegeneinander und so weiter und so fort. Also das war, ja, ordentlich, was wir hier geliefert haben. Über 40 Folgen insgesamt oder über 50 Folgen sogar, ich bin mir nicht sicher. David vs. Goliath, gut, manche... manche Projekte haben auch 2 bzw. 3 Folgen gebraucht. Ja. Und so sieht's aus. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt. Also ich habe das echt gefeiert. Fand ich sehr cool, muss ich wirklich sagen. Ja. War ein tolles Projekt, kann man echt nichts anderes sagen. Definitiv. Waren auch immer mal ein paar knappe Dinger mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, das Projekt kam damals als Projektidee aus dem Team. Das fand ich auch so klasse. Also, das ist halt wirklich so ein Team, so ein Projekt war, was aus dem Team kam. Das fand ich, ja, echt cool. Kann man nicht anders sagen. Naja, und jetzt sind wir hier dran und machen die letzte Folge. Aber dafür werden tolle neue Projekte kommen. Das kann ich euch sagen. Wir sind da ja immer bestrebt, was Neues zu machen und ja, euch da auf dem Laufenden zu halten. Also, aktuell. Als kleine Projektübersicht einfach mal, läuft ja Relockers mit 3 bis 4 Folgen in der Woche. Dann läuft
True Farming natürlich als tägliche Folge und Freitag Livestream. Dann läuft Rivals. Rivals kommt fünfmal die Woche. Da gibt es am Samstag und mittwochs keine Folge. Mittwochs ist dafür aber der Livestream über Rivals. Und sorry, was war das jetzt? Geil, Alter! Respekt! Ja, du musst aufpassen, wenn du Vollgas fährst mit dem Teil. Das ist brutal. Oh Mann, ey. Ja, unkontrollierbar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, was läuft noch aktuell? Ich glaube, die drei Sachen laufen. Traktorpulling haben wir lange nichts aufgenommen, da müssen wir mal schauen, wenn es mal wieder knapp wird, werden wir da auch mal wieder was machen oder wenn wir Bock drauf haben. Zurzeit stecken wir halt wirklich in den Vorbereitungen für das neue Projekt, was am Sonntag die erste Folge kommen soll. Ich hoffe, dass es klappt, wir müssen aber mal schauen, ich will da jetzt nicht zu viel versprechen, wenn, dann wird es noch angeteasert. Aber Sonntag startet dann ein neues Projekt, was interessant, was lustig auf jeden Fall wird und ja. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es da so abgeht. Und dann aber war es dieses Jahr das auf jeden Fall noch nicht gewesen. Dieses Jahr ist dann noch was anderes in der Trickkiste. Da kann ich euch aber leider noch gar nichts verraten. Also noch überhaupt gar nichts. Da heißt einfach abwarten und dann ja freuen, wenn es da ist. Wenn alles klappt, wie wir uns das vorstellen. Müssen wir halt echt schauen, ob das so klappt. So, ich glaube, es sieht gar nicht so naja, obwohl, wir sind ziemlich gleich. Oh, das ja, war ein massives Fail. Entschuldigung. Da bin ich reingeschlittert. Meine, der ein oder andere würde sich jetzt die Frage stellen, wo waren da die Fahrskills? Aber... Ja, aber du kennst das Motto. No skill, just cheat. Richtig. Ja, wie gesagt, Erik und Daniel sind neu im Team. Wir haben auch mal zu den Bewerbungen, das ist vielleicht auch mal wichtig, dass wir dazu ein paar Worte verlieren. Wir haben ja wieder mal eine kleine Bewerbungsphase aufgemacht und haben gesagt, ja, wir suchen neue Teammitglieder, es kann sich gerne beworben werden, auch für ein neues Projekt. Und haben insgesamt weit über 200 Bewerbungen bekommen, haben da schon mal voraussortiert. Also generell waren die Bewerbungsfragen über das Dokument schon eigentlich so, dass man, ja, dass sich eigentlich nur Leute bewerben, die theoretisch reinpassen. Also nicht reinpassen, aber zumindest die Grundvoraussetzungen haben. Davon haben wir aber dann nochmal reichlich aussortiert, weil einfach unter 18 Jahre oder was weiß ich, Kartoffel-PC und so weiter und so fort. Und da sind aber tatsächlich 175 Bewerbungen übrig geblieben insgesamt. Also 175 Bewerbungen von potenziellen Leuten, die in Frage kommen würden. Und da haben wir jetzt schon mal mit vieren gesprochen. Und tatsächlich waren drei schon sehr, sehr gut und also sehr, sehr gute dabei, die wir direkt ins Team aufgenommen haben. Einen mussten wir leider absagen. Und ja, so sieht es aktuell aus. Das ist der Stand. Wir werden es aber noch ein paar anhören, also das kann ich euch sagen. Aber wir müssen halt mal gucken. Es macht ja auch keinen Sinn, 40 Leute irgendwann im Team zu haben. Allerdings brauchen wir oder ich für das neue Projekt, wo ich noch gar nichts drüber sagen kann, halt ein paar Leute. Das ist halt das Ding. Naja, aber da, wie gesagt, lasst euch überraschen. So, ich bin bei 80% aktuell. Ja. Kannst du zu mir kommen, ich bin bei 30. Ah ja. Cool, wenn ich richtig erwischt. Woo! So, lass mal noch einen gucken kurz. 30% bist du gut. So, 90. Jetzt wäre ich leer. 92%. Excel, wie hast du noch drin? Ich habe 7%. In Litern? In Litern? Ja gut. 900. Sind jetzt leer. Scheiß drüber, Mann.
So, warte mal. Oh, noch einen gucken lassen hier. Die Dinger sind so geil, Alter, was ist da los? Das war knapp. So, pass auf. Ich sehe schon kommen, das geht nicht gut aus, Tino. Jetzt wollen wir aber mal einen richtigen Drift sehen. Jetzt aber rum um die Olga. Woo, baby! Sorry! So, na gut. Haben wir nochmal gezeigt, wie man drin steht? Ich bin wirklich gerade in der Blutstau. Also, Tino, falls dir noch ein paar Liter abgehen, ich wäre jetzt bei 3.500 Liter. Ja. Falls dir noch ein paar Liter abgehen. Also, ich wäre nicht voll. Nee. Ich bin jetzt voll. Du müsst jetzt die anderen zwei abtanken, bitte noch. Ja, ich komme sofort. Komm, dann zeige ich nochmal ganz kurz. Yes. Wie der Chef reguliert hier. Der Regulator. Woo, baby! Oh, scheiße. Jetzt ist Blutstau. Jetzt ist aber der Blankreis. Wen hast du erwischt? Eieiei. Ich geh nicht runter. Nein, ich geh nicht runter. Ich glaub, die halten sich gerade alle Toren zu. Das mache ich nicht. Ich gehe nicht runter. Nein. Ich mache. Das. Ich sage einfach, weil ich Excel einmal reingefahren bin. Der Fairness halber, weil ich Excel einmal reingefahren bin. Aber Chef, bitte denkt dran. Linkes Silo. Ja, also wir müssen wirklich jetzt so machen. Oh, Kai geht auf Rache. Warte, Jungs, ja. Ist es Stopp? Stopp? Oh, okay. Alle anhalten bitte. Haltet alle an, nur noch abtanken. Ah, abtanken dürfen wir noch? Ja. Lasst abtanken mal alle runtergehen. So, nur noch abtanken bitte. Okay. Also ich würde sagen, wir kriegen 10.000 Liter extra. Ja, ein. Mindeststand. Klar, jetzt? Nein. Und wir fällen uns voll in die Drescher hier und wir kriegen nichts oder was, oder? Das war halt ausgleichende Gerechtigkeit, weil er ist mir immer neigedonnert und wir dachten wegen Fairplay. Ich bin aus Versehen in Excel reingefahren einmal und deswegen haben wir gedacht, ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, das ist doch. Das ist so. Wenn du Excel reinfährst, dann kriegen wir da nichts für. Achso, warte mal, ich glaube, Martino ist bei uns zweimal reingefahren. Hallo. Nein. Was? Nein. Einmal das tut mir tatsächlich sehr leid, dass ich euch einmal reingefahren bin. Sind alle leer oder was? Ich wollte euch nur den mega krassen Manus-Drift noch zeigen und dann ist es passiert, ey. Eine Scheiße, aber ladet mal alle ab, wir gucken mal, wie der Stand ist. Genau, also wie gesagt, nur noch schnell abtanken und abladen, bitte. Das wäre ganz gut. Die ganzen Abtanker. Ich fahr mal hier hin. Die ganzen Dominik, mach mal voll hier. Weg, nee, rein und lass es. Wäre schon asozial. Steht so schön mit dem Röhrchen. Hätte er machen können. Dominik hat's eh zu spät gemerkt. Ja, ich hab schon auf O, den Finger auf O gehabt. Wisst ihr? Kein Problem, Server. Oh, Excel, was hast du damit vor? Gucken, wegen Füllständen. Ist dein Rohr leer? Ja. Was habt ihr denn wieder, Alter? Ja, also wie in der Gruppe 12-Jähriger hier, ey, ganz ehrlich. Aber ich werde da jetzt gelacht. Geht gar nicht so was. Nee, ist wirklich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das muss nicht sein. Das man muss könnte einfach man könnte nicht ja sein. Sagen, aber da muss der Lachs mal gefuttert werden. Oh, lol. Ist einer weint. Ja, aber ich weiß auch, wer jetzt weint. Ich kann aber nichts dafür. Der Kai hat angefangen. Der ist mir voll distanziert. Alter, die Dinger sind echt unkontrollierbar. Ja. Danke. Aber in die Kurve fährst, dann geht ab. Anhänger, Kai. So, jetzt. Aber die Dinger bei Vollgas, hä? Da geht richtig die Miets ab. Ja. Oh ja. Wenn du in die Kurve fährst, dann kommt das Erstgeschick. Das ist halt einfach ein mega schlechter Mod, ne? Muss man ganz einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, ob die Terra-Dreck genauso sind, aber... Oh. Entschuldigung. Sind die eigentlich auch auf der Straße so? Ja. Übel krass, Alter.
So, na gut, habt ihr alle abgekippt? Also bei uns ist leer. Schreibt bloß noch auf. Also bei uns ist leer. Gut, dann lasst uns einfach mal nebeneinander stellen jetzt, auf entspannt. So, ich stelle mich mal hier hin auf die Wiese, mal die anderen Abfahrer alle daneben. So. Zwischen du. Gut. Ach. Klappt mal deine. Hast du einen Stand? Ja, kommt sofort, warte. Klappt mal zu, Laura. So. Das letzte Mal David Goliath. Warte, ich will mit meinem Kleinen auch noch in der Mitte hier. Der kleine Waldraum ist noch mit jetzt rein. Jetzt sag den Stand los. So, und zwar der Gewinner mit 93.486 Litern. Warte, ist zu 91.075 Litern. Okay. 2000 Liter dagegen. Hm? Ist. Pass auf, Team. Wenn, ja, ich weiß genau, was jetzt kommt. Team David. Goliath. Ah! Jawohl! Das letzte Mal noch richtig gezeigt, wo der Hammer hängt, Junge. Ja, das ist aber da, weil uns in die Karren gefahren. Ja, 2000 Liter sind da oben rausgeploppt, außen drin. Ja, ja. Klar, natürlich. Rausgefallen. Ja. Null, was ist das? Was ist denn das? Ja, das passt auf jeden Fall zum Bauern. Gut, aber meine lieben Freunde, wie gesagt, seht es als spaßige Folge an. War die letzte Folge David Goliath. Das Projekt ist hiermit beendet, offiziell. Und ja, wir haben Spielraum für neue Projekte. Lasst euch überraschen, was kommt. Wir sind erstmal fertig. Danke fürs Team, fürs Mitmachen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.